Welcome to the Life Curation Podcast. I'm your host, Andrina Tisi. Together, we will explore thoughts, inspirations, and conversations that feed our soul, spark the mind, and nourish the body. Thank you so much for being here to learn and grow and for walking this journey called life with me. Schön, bist du da im Life Curation Podcast. Vielleicht bist du das erste Mal da, vielleicht bist du eine Wiederholungstäterin, ein Wiederholungstäter. Und so oder so freut es mich sehr, dass du heute reinhörst. Mein heutiger Gast ist Stella Benedetti. Und sie bringt uns das Enneagramm ein bisschen näher, was ein grosser Teil von ihrer Arbeit ist. Die Stella ist, wie so viele von meinen Gästen, sehr, sehr vielseitig. Als diplomierte Gesangspädagogin stellt sie immer wieder fest, wie die Arbeit mit der Stimme es einem Menschen ermöglicht, sich selbst zu begegnen und auch Verhaltensmuster zu erkennen. Was sie wiederum dazu bewegt hat, sich als psychologische Beraterin im ILP und als Transformation-Coach auszubilden. Ich persönlich bin das erste Mal mit dem Enneagramm vor vielen, vielen Jahren in Berührung gekommen. Und wie auch Stella erzählt, ist es unglaublich faszinierend, was man für tolle Erkenntnisse über sich selber und auch andere kann durch die Typenlehre bekommen. Stella und ich reden auch über Gefahren vom Schubladisieren von so Persönlichkeitstypologien und wie man am besten das, was für einen stimmt, daraus herauszieht. Sie bringt uns jeden Typ ein bisschen näher und erzählt uns auch, was es mit den Flügeln und den Linien auf sich hat. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Vergnügen und coole Einsichten. Liebe Stella, danke vielmals, dass du da bist. Es freut mich, dich im Podcast zu haben. Wie geht es dir heute Morgen? Sehr gerne. Ja, mir geht es sehr gut. Bei dem schönen Wetter, das wir heute haben, finde ich mega. Wir haben ja gerade noch vorhin im Intro, gell, das zweite, darüber geredet, wie das jetzt einfach gut tut, mal ein bisschen schönes Wetter. Und ich bin heute sehr gut aufgestanden. Da habe ich mich natürlich gefreut. Schön. Ich freue mich, dass du da bist. Sehr gerne. Und wie mit all meinen Gästen fange ich an mit diesen Dad-Fragen. Und du kannst einfach ganz völlig spontan aus dem Bauch raus, was kommt, gerade heute Morgen. Berge oder Meer? Meer. Kaffee oder Tee? Tee. Katz oder Hund? Hund. Haben wir gerade vorher besprochen. Genau. Vorspeise oder Dessert? Vorspeise. Buch oder Film? Buch. Schön, danke. Bist du schnell im Antworten? Ja. Gut, wir reden heute ja über das Enneagramm. Was ein sehr grosses und ein sehr spannendes Thema ist. Und ich habe mich sehr gefreut, dass du uns da ein bisschen in die Welt reinnehmen kannst. Wenn du jetzt die Welt so ein bisschen kurz und knackig an einem Kind müsstest erklären, was Enneagramm überhaupt ist, wie würdest du das machen? Ich würde sagen, look, jeder Mensch ist einzigartig, aber es gibt trotzdem so Menschengruppen, die gewisse Charaktereigenschaften, also so Sachen, wie sie ticken, gemeinsam haben. Wie zum Beispiel Kinder, die sehr gerne andere Freunde haben um sich, viel Kontakt mit anderen, und andere sind eher ein bisschen introvertiert und für sich. Schön, einfach. Und was hat für dich, also wie bist du auf den Weg gekommen zum Enneagramm und was hilft dir persönlich, das Wissen von dem Enneagramm in deiner Arbeit, auch mit dir selber, natürlich auch mit den anderen Leuten, aber was fasziniert dich vor allem an dem Wissen vom Enneagramm? Genau, ich habe die Ausbildung gemacht zum Coach ILP, das ist integrierte, lösungsorientierte Psychologie, und dort bin ich in Kontakt gekommen mit dem Enneagramm und ich habe es am Anfang sehr doof gefunden, muss ich ehrlich sagen. Ich dachte, es ist unmöglich, dass man die Menschheit in 9 Typen einteilen kann, da reden wir ja später noch darüber. Genau. Ich habe mich so ein bisschen gewehrt, habe dann aber gemerkt in meiner Arbeit mit den Leuten, dass das tatsächlich so ist, funktioniert, für mich sehr stimmig ist. Und dass in meiner Arbeit mit Menschen
mir wirklich hilft, mehr Toleranz zu entwickeln, einem Menschen das Gegenüber besser zu spüren, zu verstehen, auch die Energie von einem Gegenüber. Also Wahnsinnsprofit für mich wirklich, ja. Schön, super. Mhm. Ja, ich finde so Sachen immer sehr spannend, wie man auch sich selber besser kann verstehen. Richtig. Dementsprechend auch andere Leute natürlich auch, ob es jetzt im Beruflichen ist. Also ich bin das erste Mal als Enneagramm angekommen, vor auch vielen Jahren, als ich in Vancouver gelebt habe, in einem Hotel, wo ich geschafft habe, haben wir, also alle haben den Enneagramm-Test gemacht, sozusagen. Ah, okay, okay. Ja. Und das war so spannend gewesen, zum ja, auch das Team so anschauen und merken, aha, drum, ah, jetzt macht es Sinn. Oder, und sich selber auch ja, besser verstehen und wissen, wieso das gewisse Sachen vielleicht schwieriger sind oder einfacher, für je nachdem, wer es ist. Genau. Und du hast vorher kurz angetönt, 9 Typen. Mhm. Kannst du uns da mal so, und ich weiss, es gibt ja 3 Untertypen, vielleicht kannst du uns ja mal so ein bisschen anfangen, auf den Weg in die 9 Typen hineinnehmen. Genau, also weißt, es gibt ja 3 Grundtypen, also Bauchmensch, Herzmensch, Kopfmensch. Und ja, nur schon das Verständnis, das man jetzt so ein bisschen eingegliedert ist, hilft einem schon recht. Und jeder von diesen 3 Grundtypen hat dann noch 3 Untertypen, genau. Und was willst du konkret wissen? Ja, ich meine, Namen sagen sie ja schon ein bisschen, gell? Herzmensch, genau. Sind halt Menschen, die den Fokus so ein bisschen auf Beziehungen haben, auf Emotionen, die gerne Anerkennung haben, die sich recht definieren auch über wie geliebt, über eben Beziehung zu anderen Menschen. Denn der Bauchmensch ist eher ein Mensch, der sehr intuitiv ist, der sich klar kann positionieren und wo stark so Ich-Verständnis auch hat. Ja. Also ich da, der andere dort so ein bisschen so. Und Kopfmenschen sind eher so, dass sie so ein bisschen rational funktionieren, beobachtend sind und vielleicht tendenziell eher ein bisschen introvertiert oder auch zurückgenommen. Das auch von der Energie, weißt du, es gibt ja Menschen, die sind von der Energie sehr klar, die kommen in den Raum, bam, ich bin da, nehmen drum ein, schon rein von der Energie, oder? Und da merkt man schon klar, so ein bisschen der Grundtyp in einem Menschen in den Raum hineinkommt. Spannend. Mhm. Und wir gehen dann natürlich noch ein bisschen detaillierter in die verschiedenen Typen rein. Eine Frage vorweg. Ist man der Typ von Geburt aus? Wird das irgendwie irgendwann definiert? Kann sich das verändern? Mhm. Ja. Gute Frage, genau. Also, wie entsteht das? Da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander. Das ist ja schwierig zu sagen. Genau. Eine Meinung, oder wir können sagen, so eine Lehrmeinung ist effektiv, dass man sich als Kind aufgrund von wie Eltern und das Umfeld mit einem umgeht, für eine Position muss entscheiden. Zum Beispiel. Also ich sage jetzt etwas, wenn die Eltern vielleicht viel Unstimmigkeiten miteinander haben, dass man dann eher zum Harmonietyp ausweicht, weil man schlichten oder so. Da werde ich mich jetzt nicht klar festlegen, kann ich nicht sagen. Könnte eine Möglichkeit sein. Und man kann sich effektiv ja entwickeln. Man bleibt der gleiche Grundtyp oder man bleibt der gleiche Untertyp. Aber man kann sich effektiv entwickeln. Und das ist eben das Lässige daran, die Persönlichkeitsentwicklung. Oder? Ja, voll. Und ich denke, wenn man halt auch weiss, was man vielleicht für Charaktereigenschaften hat oder zu welchem Typ, dass man, ich sage jetzt, hingezogen ist oder hat, dann kann man ja mit dem auch arbeiten und auch mehr wissen. Und ich habe es immer noch spannend gefunden, als ich auch einen Teil von meiner Ausbildung haben wir auch recht das Enneagramm mehr oder weniger intensiv dran genommen. Und mein Lehrer hat immer gesagt, du hast den Typ, du bist nicht der Typ. Und das ist so ein bisschen, finde ich, recht sympathisch, weil es geht so ein bisschen weg vom ja, Anführungs- und Schlusszeichen Schubladisieren, ja, was du vorher angetönt hast, dass du am Anfang das nicht so cool gefunden hast. Absolut, genau. Das ist eine gute Formulierung, ja, genau. Gut, und, ja. Also du hast dann von dich gefunden so, und hast schon etwas mit dem können anfangen, habe ich es richtig verstanden? Ja, also ich finde, es ist eine gute Frage. Also ich habe mich dann eben Jahre, als ich den Test gemacht habe, in dem Arbeitsumfeld, ist dann das irgendwie so rausgekommen, dass ich ein 9 bin. Mhm. Und, oder ein 9 habe. Genau. Und dann habe ich mich auch lange nicht mit dem beschäftigt oder befasst. Und dann, als ich mich wieder mehr damit befasst habe, habe ich mich immer so gefragt, ob das stimmt oder nicht. Also, und es ist auch so, ich konnte es nie loslassen und musste sagen, du, ich nehme einfach mit, was es ist. Und es hat ja auch, also man ist ja
sind ja noch andere Sachen, haben ja noch einen Einfluss, wo wir dann noch ein bisschen drin reinkommen. Ja. Also ich weiß, was du meinst. Also ich finde das auch wie wichtig, wie bei allen Sachen. Sagen wir jetzt bei der Ernährung, beim Sport, beim Lebenswandel. Da muss man einfach aufpassen, dass man nicht so ja, zu krass dann wird und einfach sagt, das ist das einzige Richtige. Oder? Es gibt absolut noch ganz viele andere ja, Typologien und es gibt ganz viele Menschen, die ganz anders denken. Oder so. Da kann man auch, wenn es für einen stimmt, finde ich, soll man es annehmen. Und wenn man findet, ja, das ist jetzt nicht so okay, dann kann man es auch okay lassen. Also, absolut. Gell? Absolut. Und ich finde auch, das können wir dann vielleicht nachher noch ein bisschen darauf eingehen, wie man das vielleicht auch in den Alltag integrieren kann. Ja, genau. Wenn jetzt jemand herausfinden will, eben, ich habe damals einen Test gemacht, der ist uns gegeben worden, dass man das machen kann. Und die Tests sind ja recht intensiv, sage ich jetzt mal. Also es geht recht lang. Mhm. Ist das so also die Art und Weise, wo man herausfindet, was man hat für einen Typ? Oder wie kann man daran herangehen, um herauszufinden? Mhm. Auch sehr gute Frage. Ich persönlich, jetzt ich, aus meiner Warte, finde Tests nicht so toll, ja, weil wir haben unsere Filter und unsere blinden Flecken vor allem. Und wir haben dann das Gefühl, auch tick so, und wenn man jemand anderen fragt, merken wir, hat eine ganz andere, weißt, genau, Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung und so weiter. Oh. Oder? Und darum ist der Test meiner Meinung nach nicht so, jetzt vielleicht die beste Herangehensweise, kann aber auch natürlich funktionieren. Ich finde es gut, wenn man Bücher liest, wenn man googelt, YouTubet und wenn man dann wirklich auch das Umfeld fragt, du, wie nimmst du mich eigentlich wahr? Das ist das absolut Beste, weil dann kommt man genau auf die blinden Flecken oder auch auf den Fokus, den man dann hat als jeweiligen Typ. Ja, sehr gut. Und vielleicht kannst du dann uns noch ein paar Bücher angeben oder vielleicht sogar ein YouTube-Video, wo man da umreit, Shownotes nehmen könnte, wo die Leute ein bisschen ja, mega lesen oder mega schauen, um sich noch ein bisschen mehr informieren. Das können wir dann am Schluss noch anschauen. Gut, jetzt die 9 verschiedenen Typen. Vielleicht kannst du einfach so 2, 3, 4, was du wichtig findest, zu jedem Typ ein paar Sachen uns erzählen. Ich versuche es kurz zu machen. Ja, ja. Alles gut. Genau, Perfektionist, wie es der Name schon sagt, die haben auch teilweise unterschiedliche Namen beim Enneagramm, aber ich sage jetzt die Perfektionist, höher Maßstab an sich selber, der könnte der innere Kritiker sehr stark, also will optimieren, sieht meistens, was ist noch nicht so gut, was könnte verbessert werden, kann natürlich im Umfeld auch mal auf Nerven gehen. Hat aber durch das natürlich wirklich ein verlinkendes Denken und sieht immer, wo man kann Energie reingeben, was Sinn macht. Und ist das eins? Eins, genau. Ja, okay. Gut, sage ich noch, in dem Fall 2 ist der Helfer. Ist ein Mensch, der gerne Beziehungen hat, der eben gerne unterstützend ist. Sind auch Menschen, die so lächelnd offen auf andere zugehen. Dann das 3, das ist der Macher, hat einen höheren Pace, kann wirklich auch sehr gut netzwerken. Kann auf die Leute zugehen, checken, was braucht der Mensch, wie könnte ich da für mich, vielleicht sage ich es jetzt fast ein bisschen wertenden Vorteil rausholen und so. Also, oft auch sind die so ein bisschen Führungspositionen. Dann der Individualist. Es sind Menschen, die gerne ein bisschen gegen den Strom schwimmen, die gerne sich abheben von der Masse, die auch ein bisschen zu Drama neigen. Die vielleicht in einen Raum hineinkommen, wo man gerade sieht, die sind schlecht drauf heute. Dann das 5. ist der Beobachter. Das sind Menschen, die sind Nerds. Ganz klar, sind spezialisiert auf etwas oder vielleicht sogar auf 2, 3 Sachen und nehmen sich mega zurück in einem Raum. Aber haben wirklich sehr viel Wissen, Intus, die sie aber nicht so gerne immer teilen. 6 sind Skeptiker. Das sind Menschen, die so ein bisschen Worst-Case-Szenarien zu Ende denken. Wo, wenn es um eine Entscheidung geht oder eine Situation, wo sie so ein bisschen denken, oh, was könnte jetzt im schlimmsten Fall da passieren? Und wo dann manchmal nicht handeln, weil sie das Gefühl haben, da könnte etwas Schlimmes passieren. Das sind aber sehr loyale Menschen und eher so ein bisschen der Mainstream-Typ Mensch. Dann das 7. ist der Optimist. Das sind Menschen, die sehr gerne so ein bisschen Leute um sich haben, die ein bisschen gemütlich sind und ja, einfach so gerne ein bisschen an Events gehen und ein bisschen gerne essen und trinken, tun aber nicht so gerne sich mit negativen Themen beschäftigen. Genau. Und dann das 9. Könntest du selber vielleicht, bin ich auch im Übrigen. Genau. Vermittler. Könnt nicht so gut Nein sagen. Haben wirklich sehr gerne Harmonie und machen fast ein bisschen alles, um diese Harmonie zu vermeiden. Spannend. Mhm. Ja gut, Zusammenfassung.
Und du hast es vorher ganz am Anfang ein bisschen angetönt, so wegen introvertiert. Und dann natürlich kommt natürlich das extrovertierte Körper, Herz, Kopf. Kann man da sagen, dass das in den Sport hineingeht? Oder ist das wirklich von jeder, ich sage, Zahl oder von jedem Typ unterschiedlich? Also wie meinst du ganz konkret? Also sind Körpermenschen eher introvertiert? Oder du meinst so grundtypentechnisch? Okay. Genau. Oder ist das 8. und das 9. kann das unterschiedlich sein? Genau, total. Ja. Total, ja. Genau, okay. Ja, also die Untertypen, die sind total unterschiedlich. Nur weil sie einem Grundtyp angehören, müssen sie absolut nicht gleich sein. Es geht so ein bisschen um die Grundenergie, also dass eigentlich so ein Bauchmensch wirklich ein starkes Ich-Bewusstsein hat und auch eine starke Präsenz. Also man findet eigentlich nie einen Bauchmensch, der dann sich quasi total zurückhaltet oder irgendwie nicht klar, wie soll ich sagen, sich positioniert, zum Beispiel in einer Diskussion oder so. Klar, jetzt als Neuni willst du vielleicht den Streit vermeiden, aber du wirst sagen, was so ein bisschen deine Meinung dazu ist oder so. Wo dann sich Kopfmenschen eher zurücknehmen und sehr still sind und vieles im Innen abläuft, oder? Ja. Und dann gibt es ja noch so die Flügels und die Linien. Genau, genau. Also wenn man das ja auch anschaut, also wir können das dann auch in die Shownotes hineinnehmen. Es gibt ja so eine Grafik, wo man dann das auch sieht. Genau. Vielleicht, dass das weniger abstrakt tönt. Genau, ja genau, es ist auch abstrakt. Dass die Linien, Entwicklungslinien und auch die Flügel, das zeigt die Komplexität auch vom Enneagramm. Und dass man sich natürlich auch ganz lange damit beschäftigen kann. Aber das Coole ist eben die Entwicklungslinie. Man ist immer mit zwei Typen ja irgendwie verbunden. Und in Stresssituationen geht man manchmal ins Negative von einem anderen Typ, weil jeder Typ hat negative Seiten und jeder Typ hat positive. Und Ziel wäre, oder Schöne ist eigentlich, wenn man von den benachbarten Typen, also quasi von den Entwicklungslinientypen, die positiven Eigenschaften übernehmen. Ja. Und im allerbesten Fall natürlich von jedem Typ im Enneagramm kann die positiven Seiten so ein bisschen integrieren in sein Leben. Ja. Kannst du uns da vielleicht ein Beispiel machen? Ich weiß nicht, von einem, ich weiß auch nicht. Ich nehme doch jetzt gerade deinen Typ, oder? Also gut. Juni. Vielleicht findest du den ja, oder stimmt absolut gar nicht. Also als Neuni, wir tun uns vielleicht manchmal einschränken, indem wir ja, Harmonie wollen. Und dann wirklich das versuchen, immer irgendwie die Harmonie aufrechtzuerhalten. Und uns dann vielleicht sogar zurücknehmen oder nicht zu unserer Meinung stehen. Oder eben nicht Nein sagen, obwohl wir wissen, die Minen, oh, so tut uns eigentlich nicht gut, wir sind nicht dafür, oder? Und unsere Entwicklungslinie wäre ja dort zum 3. Das heisst, so die Machertypen, die ganz klar sagen, so und so läuft es, ich möchte es gerne so und so, aber immer mit Wertschätzung dem anderen gegenüber und so. Oder eben, das 9 zeigt sich auch nicht so gern, tut sich nicht so gern präsentieren, im Mittelpunkt stellen. Und dort dürfen wir natürlich auch zum 3 gehen, dass man sagt, hey, ich zeige mich auch mal, so wie es für mich stimmt, ich tue mich mal positionieren und so weiter und so fort. Also kannst du das auch ein bisschen unterstreichen oder findest du, stimmt jetzt absolut gar nicht? Okay. Doch, stimmt völlig. Mir Glück gehabt. Ja, und dann, also dann geht es 9 ins 3, geht es auch noch auf die andere Seite? Aber. Genau, es geht auch noch ins 6. Genau, das ist eben der Skeptiker. Also wenn jetzt du und ich vielleicht ein bisschen Stress haben oder eine schwierige Situation im Leben, dann kann es auch mal sein, dass man das Drama, beim 6 ist das Drama so ein bisschen im Kopf. Man sieht im Aussen nicht viel, aber es ist im Kopf zum Beispiel. Also, dass wir einfach dann wirklich so ein bisschen Dramen in unserem Kopf zurechtspinnen und denken, oh, das könnte passieren und auch dieses, weißt du, so Zeug. Oder dass wir uns total zurückziehen. Ja. Anstatt dass wir Nein sagen und sagen klar, was unsere Bedürfnisse sind, nehmen wir uns dann einfach zurück und sagen dann nicht mehr. Das ist so der negative Aspekt von dem 6, wo wir halt reingehen, wenn wir mal Stress haben oder eine schwierige Situation. Super. Es hilft einfach, so Sachen zu wissen. Also, weißt, ja, es hilft wahnsinnig. Das sind jetzt die Linien. Und dann sind ja noch die Flügel. Also bleiben wir beim 9. Da ist ja Flügel 1 und Flügel 8. Genau, genau. Zum Spielen. Es ist so, dass man quasi beide Flügel so ein bisschen im Typ drin haben, oder? Ja. Oder halt nur einen Flügel. Da ist alles möglich. Oder dass du quasi der Grundtyp einfach so bist. Darum gibt es ja so verschiedene Menschentypen. Man nicht kann sagen, das 9 ist ein 9, oder? Aber mit einem 9, also sagen wir jetzt
mit dem 9, wo du jetzt bist, musst du dir vorstellen, eben mit dem Harmoniebedürfnis und hast noch das 1 drin, also der Perfektionist, dann bist du jemand, der sehr gerne Harmonie hat, der aber vielleicht auch die Wohnung gerne ganz sauber hat und du auch dann siehst beim anderen, wenn die Wohnung nicht so sauber ist, ist es nicht so lässig und dort ist es nicht so... Und dann bin ich eine Jungfrau, kannst du dir jemanden vorstellen? Kann man es vorstellen? Genau, alles klar. Aber gut, du weißt, von was ich rede. Und das ist eben das richtig Spannende, weißt du? Und irgendwie, ich arbeite jetzt eigentlich nicht mit Kindern, aber ich habe meinen ganzen Freundeskreis angesteckt, oder? Und von meinen Freundinnen sind viele Mütter und die haben sich mega damit beschäftigt und realisiert, hey, mein Kind tickt ganz anders als ich. Und wir tun immer adaptieren. Wir haben das Gefühl, so wie ich ticke, also ich brauche viel Liebe. Mein Kind braucht auch, klar, braucht das Kind viel Liebe. Aber man kann es eben dann zu fest lieben oder überhäufen. Und da ist so viel gegangen bei meinen Freundinnen, die sie dann realisieren, mein Kind hat ungefähr diesen Filter, diesen Fokus. Und dann sind die Beziehungen besser geworden. Und das ist für mich auch so schön zu sehen, dass da wahnsinnig schöne Sachen passieren können. Mega schön. Mhm. Und eben, die haben das einfach so ein bisschen herausgefunden mit Lesen und vom Kind, sage ich jetzt. Oder eben die Partnerschaft könnte das auch mega spannend und hilfreich sein, auch also Familiendynamiken allgemein. Absolut. Mir hat es eben damals auch sehr geholfen, ja, in der Arbeitsteamwelt. Und du arbeitest ja auch mit Teams und mit Führungskräften. Und das ist schon... Also ich habe damals im Sales gearbeitet und dann hat meine Personalchefin hat einfach so wirklich sozusagen vor allen gesagt, hey, für Andrina, zum das Telefon machen, ist viel schwieriger als für andere. Oder weil ich muss das wie noch mehr einfach, und es hat mir so gut da, zum irgendwie, dass dann auch meine Chefin, die eine 8 war, ja, das gibt einfach ein Verständnis füreinander und das hilft. Es hilft wirklich, ohne eben das sozusagen Schubladisieren, das wir vorher kurz angesprochen haben. Genau. Und da hast du das auch schon gesagt, eben, es gibt ja so viele verschiedene Sachen. Eben, wir reden jetzt über das Enneagramm, Astrologie. Ich habe vorher eben gesagt, eben wegen der Jungfrau. Und also einfach, ich bin nicht so ordentlich, ich habe es sehr gerne ordentlich, aber es gibt noch ordentlichere Leute. Aber einfach, es ist spannend. Eben, es gibt Human Design, es gibt Myers-Briggs, es gibt so viele verschiedene Sachen. Und eben, es hilft ja einem selber, mit sich selber und auch andere vielleicht zu verstehen. Das ist schon ein bisschen angetönt, wie man das jetzt auch in den Alltag integrieren kann für sich selber. Aber was hast du da jetzt einfach ganz praktische Tipps irgendwie, wo man halt vor allem auch in der Arbeit mit sich selber kann integrieren? Ja, genau. Also gibt es ein paar so praktische Tipps. Einer, den ich natürlich mega gut finde oder viel gebe, ist grundsätzlich, wenn man auf einen Mensch trifft, dass man die Energie von einem Mensch spürt. Dass man wahrnimmt, was ist da für eine Energie? Ist das eben starke Energie? Ist das, was viel eben passiert, ist, dass so ein Bauchmensch eben mit einer starken Energie auf einen Kopfmensch trifft zum Beispiel, wo so eher zurückgenommen ist. Und dass dann so Menschen quasi Kopfmenschen total überfahren. Dass Kopfmenschen wirklich finden, hey, das ist mir zu viel. Und das ist schon mal eine Abwehrhaltung da. Und da kann man noch lange gewaltfrei kommunizieren oder mit dich arbeiten. Das kann dann sein, dass dann wirklich einfach die Energie an sich schon zu viel ist, oder? Und so nur die Energie spüren, was ist das? Ist das ein Mensch, der wie ein Blümchen ist, ganz fein und in sich kehrt? Oder ist das ein Mensch, der kommt mit Power und wo man darf genau mit der gleichen Kraft auch begegnen? Da kann man schon sehr viel Rapport schaffen, sagt man dem, also auf eine Ebene kommen, oder? Oder dann halt auch nicht. Und das finde ich ganz einen guten Tipp. Oder tue ich sehr berücksichtigt und merke schon, dort ist im ersten Kontakt ganz viel gemacht. Und mir ist auch wohler, weil ich genau weiss, wie ich so einem Menschen darf und kann begegnen, oder? Voll. Und wenn du jetzt so mit auch, also du arbeitest ja mit Paar, gell? Ja, selten, aber ja. Okay. Oder eben auch so vielleicht so in einem Business-Setting, in Teams. Also kann man da wirklich auch sagen, je nachdem, was es ist, gewisse Typen passen besser zusammen oder ist das schwierig zu sagen? Also, was meinst du? Meiner Erfahrung nach, nein. Weil es gibt Typen, wenn wir von dir und mir ausgehen, das 9 jetzt im ersten Kontakt, hast du gemerkt, das passt gerade sehr gut, wir haben eine ähnliche Energie, aber es kann wirklich auch sein, je nach Flügel oder Entwicklung vor allem, kann das überhaupt nicht funktionieren. Also es muss nicht das 9 mit dem 9 dann gut auskommen, ist absolut nicht so. Ja.
Ja, spannend. Also ja, ist spannend. Aber es geht einfach auch darum, wirklich, dass man realisiert, weisst jetzt gerade in einem Business-Setting, hey, ich kann jetzt mal kurz eine Story erzählen, die ich sehr eindrucksvoll gefunden habe. Mein Mann und ich wollten einen Wintergarten anbauen und da sind wir uns beraten. Und der Berater dort war wirklich so ein Herzmensch gewesen, oder? Und der hat immer von Emotionen geredet. Und mein Mann ist sehr sachlich, faktenbezogen. Und mein Mann hat immer gesagt, ja, wie sieht denn das aus und wie warm bleibt denn da und wie sind denn die Zahlen? Und er hat immer gesagt, mir läuten heute immer noch Leute an, die den Wintergarten so toll gefunden haben. Und er hat immer von Emotionen geredet, oder? Und mein Mann ist da voll nicht drauf angesprungen und hat dann am Schluss gesagt, hey, das kommt gar nicht in Frage. Das wollte ich nicht machen. Ich muss klar wissen, was erwarten mich da, wie sind die Kosten. Oder nur so ein Beispiel. Oder einfach, dass man mal checkt, ein Mensch redet sehr emotional oder ein Mensch redet sehr sachlich und auf das dann eingeht. Ja. Ja, das stimmt. Also ich finde, das ist mega spannend. Also ganz klar, eben, dann merkt man gerade, wer der Kopfmensch ist und wer der Herzmensch ist. Oder? Absolut, genau, absolut. Ja. Was ich jetzt auch noch spannend finde, ist, es gibt ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig ausdrücke, aber es gibt ja so eine, ich weiß nicht, eben Kompensation. Also die einen haben ja ein bisschen die Angst, die Wut. Das sind ja alles so also Grundthemen, wo die Typen ja auch haben. Kannst du da noch ein bisschen etwas dazu sagen? Mhm, genau. Also wir reden davon, dass jeder Typ so einen Fokus hat, eben so einen Filter, jetzt eben wie Harmonie beim 9 oder irgendwie Liebe bei einem 2 und so weiter. Und es fließt wie alles ein bisschen durch diesen Filter. Also wenn Botschaften reinkommen, ist für uns sehr schnell, oh, der sagt etwas, wo irgendwie die Harmonie können stören können und so weiter. Also man nimmt immer Sachen durch diesen Filter auf, oder? Genau, also das ist so ein bisschen das, was ich sagen kann. Aber auch dort, es ist nicht nur so oder nur so. Also man muss immer bei sich bleiben und in sich hineinspüren und dann nicht nur noch wollen, quasi sich eben als 9 zu dem 3 entwickeln und alles dafür tun. Man dürfte dort auch ein bisschen entspannt sein. Es geht einfach darum, sich auf die Meta-Ebene zu nehmen, in die Beobachterposition und schauen, hey, was sind meine blinden Flecken? Oder? Eben, ich will immer Harmonie, der andere will das vielleicht nicht. Wie kann ich denn kommunizieren? Was tut mir denn gut? Ein bisschen so. Aber alles recht entspannt und ein bisschen locker. Mega sympathisch. Ja. Mega gut. Genau, du hast vorher Bücher und YouTube angesprochen. Hast du da noch vielleicht ein, zwei Sachen, die wir in die Show Notes nehmen können, die den Leuten schon als erstes einen einfachen Zugang geben können? Genau, ein Buch kann ich empfehlen. Ich habe das jetzt aber gerade nicht da. Ich kann es auch nicht benennen. Es ist irgendwie heiss, glaube ich, sogar das Enneagramm. Es gibt sehr komplexe, wie das spirituelle Enneagramm. Das würde ich zum Beispiel nicht empfehlen. Das habe ich, das habe ich. Ja, genau. Ja, genau. Also ich habe das gelesen, aber es ist jetzt sicher kein Einsteigerwerk. Ich kann der Schwester nachher noch das angeben. Ich habe es jetzt wirklich sehr gerne. Ich finde das absolut das Beste. Aber weißt du, nur schon ein bisschen googeln oder YouTube, man findet ganz lässige Sachen. Oder? Aber wie gesagt, man findet auf Google Tests und dort würde ich wirklich aufpassen, weil dann hat man das Gefühl, oh, ich bin der Typ, weißt, nimmt das schon als Status quo und geht dann von dem aus und ist nicht mehr offen. Also ich würde immer offen bleiben, bis man wirklich so ein bisschen merkt, hey, das ist genau mein Fokus, mein Filter, meine Fixierung und sich dann nicht schon zu früh irgendwo ansiedeln, oder? Ja, das finde ich super. Das finde ich super sympathisch. Eben mein Lehrer, wo ich das ein bisschen angeschaut habe damit, er hat auch immer gesagt, hey, es kommt überhaupt nicht darauf an, was du für eine Fixierung hast. Mhm. Nimm einfach mit von jeder Fixierung, was für dich einfach in die Resonanz geht. Oder? Mhm. Und dann lern von dem und brauch das. Ohne, muss sagen, eben, ich bin jetzt irgendwie ein 6 und darum mache ich das und das, aber es hat irgendwie überhaupt nichts anderes rum, oder? Und einfach so die Offenheit, die du ja auch extrem ausstrahlst, die ich sehr, sehr schön finde. Mm-hmm, genau, ich finde das auch wichtig. Ich finde grundsätzlich wichtig, weißt, wenn dass man nicht so festgefahren ist, oder? Und sagt, jetzt so ist es und es geht nichts anderes, oder? Genau, kannst du uns noch ein bisschen erzählen, wenn du mit Leuten zusammen schaffst, wie du, also du machst ja ganz viele verschiedene Sachen, von Gesang zu Beratungen zu allem Möglichen. Wie du das Enneagramm reinnimmst, was du sonst noch alles machst, einfach, dass die Leute noch ein bisschen mehr von dir erfahren, wo sie dich vielleicht auch finden können, wenn sie noch mehr erfahren wollen. Genau. Also mein Hauptgeschäft, könnte man sagen, ist Gesangsunterricht und Gesangstherapie.
Und die Gesangstherapie ist wirklich daraus entstanden mit der Ausbildung zum Coach ILP. Da habe ich das schon die beiden Sachen können schön zusammennehmen. Und das ist auch etwas, was ich wahnsinnig interessant und spannend finde, dass man über die Stimme kann, sicher können, Blockaden lösen, Muster lösen. Und dort dann auch kommt das Enneagramm wieder rein, dass man, ja, wenn ich jetzt spüre, ein Mensch tickt ein bisschen so, dass ich wie dort darauf eingehen kann und den Menschen so ein bisschen mitnehmen und dass das eine schöne Zusammenarbeit dann auch gibt. Und ja, dass man da kann etwas bewirken, indem man eben Blockaden löst und Muster erkennt und so weiter. Das ist so ein bisschen meine Hauptarbeit, das mit dem Singen über die Stimme. Und dann gebe ich auch noch Coachings eben betreffend Enneagramm oder eben die lösungsorientierten Beratungen, wo man schaut, nicht was sind meine Probleme, wo habe ich jetzt Mühe, sondern wo will ich durch. Oder? Genau. Also ich mache mehrere Sachen. Und, aber das Hauptbusiness quasi ist schon, das über die Stimme zu nehmen. Das ist auch meine Ausbildung. Ich bin Gesangspädagogin auch und diplomierte Sängerin. Genau. Ja, ich finde das wahnsinnig spannend. Alles, was so halt auch mit dem Hals und Ausdrucken und können kommunizieren und singen. Ja, ich habe da auch meine Erfahrung, also als Kind natürlich irgendwie, also ich sage jetzt traumatisiert, also das klingt ein bisschen wahnsinnig, aber durch auch das Kundalini und durch Mantra hat da sich extrem viel können lösen und sehr kraftvolle Arbeit. Ja, absolut. Das ist eben, das ist wieder, das sind alles so Puzzleteile. Eben klar, das Enneagramm kann so wirklich ein Puzzleteil auf dem Weg zu der Persönlichkeitsentwicklung sein. Aber natürlich so Sachen, wir könnten jetzt eben von Chakren reden oder so, dass man da am Hals natürlich kann ganz viel in Fluss bringen, zum Beispiel. Oder? Und das greift ja alles so schön zusammen und es ist alles so ganzheitlich. Und darum ist auch die Arbeit so lässig, die du machst, dass du sagst, eben ganzheitlich. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man ganzheitlich bleibt und auch immer in sich hineinspürt, was stimmt für mich, was brauche ich jetzt. Aber ja, wichtig wirklich, dass man sich von außen ein bisschen beobachtet und dann ist Entwicklung möglich. Super. Ja, gutes Stichwort. Eben, also wie du ja auch, ich nehme ja auch so recht viele so verschiedene Sachen so zusammen und nennen das Life Creation und wir sind ja da auch im Life Creation Podcast und für mich ist das eine sehr kreative Arbeit, eben wie das alles so ein bisschen zusammenkommt und ich spüre das von dir auch extrem. Hast jetzt du so ein Zitat oder ein Life-Motto, das dich im Moment gerade begleitet und dich auch führt und dir auch hilft, dich so ein bisschen zurück auf deinen Weg bringen, wenn du den ein bisschen verlierst? Habe ich. Klingt jetzt ein bisschen sehr esoterisch und sehr spirituell, aber ich habe so im Moment, das ändert bei mir so ein bisschen von Zeit zu Zeit, ich habe so im Moment, ich bin ein Instrument für Heilung und Liebe und ich lebe das jeden Tag ein bisschen mehr. Und das finde ich persönlich sehr schön und ja, ich glaube im Moment geht das voll in Resonanz mit mir und ja, kann sich dann wieder ändern. Ja, absolut, wie alles, oder? Aber sehr schön, sehr schön. Hey Estella, danke vielmals für dein Wissen, für deine Weisheit, die du mit uns geteilt hast. Wir tun natürlich alles in den Shownotes verlinken, dass die Leute dich auch finden können. Das Buch, das du erwähnt hast. Und einfach danke vielmals fürs Dasein. Sehr gerne. Danke dir für das tolle Interview. Es war sehr super gewesen. Danke vielmals. Ich hoffe, die Episode mit der Estella hat dir gefallen und dass du hast einiges mitnehmen können und vielleicht auch dazulernen. Was für ein Zufall, dass Estella und ich gerade noch die gleiche Fixierung haben. Und es nimmt mich recht Wunder, ob du dich irgendjemand wieder hast erkennen können. Ich finde es super sympathisch, wie Estella auch nicht so auf Test abfährt, sondern einfach mal sagt, hey, lass dich rein, spür rein und schau, was bei einem in die Resonanz geht. Das Buch, das sie erwähnt, verlinken wir natürlich in den Shownotes und du findest auch alle Links zu der Estella, wenn du noch ein bisschen mehr über sie erfahren willst. Wenn du jemanden kennst, der sich schon gerne mal mit dem Thema hat befassen wollte, schick doch die Episode weiter. Denn genau so komme zum Beispiel auch ich auf viele von meinen Inspirationen oder lerne über etwas Neues, wenn mir jemand einen Link schickt oder ich es auf sozialen Medien sehe. Und was super wäre, wenn du in iTunes könntest, ganz nach oben scrollen, am besten machst du das in deinem Telefon und ganz unten findest du einen Ort, wo du den Podcast kannst, ein
5-Star-Rating geben. Das hilft, dass noch mehr Leute das Podcast finden und können reinhören und wir alle auf den Weg von Life Curation können zusammengehen. Ich danke tausend, dass du da bist und reinhörst und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist.